Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Overdrive. Falsches Projekt. Offiziell richtiges Projekt, ne? Ja, kann man so sehen. Ja, mit dabei der Crazy. Aber ich bin natürlich von den Provinzen. Ja, hallo. Und wollen wir schon ankündigen oder noch nicht? Ja, man sieht es ja eigentlich schon im Namen, oder? Ja, wir beide sind blau. Wir haben ein bisschen zu viel getrunken. Hackeblau. Ich habe jetzt eigentlich mit dem Schlag gerechnet, ne? Nee. Dann ist mein Schwert kaputt. Also, ich wollte schon sagen, war der nicht, noch nicht so scheiße. Ja, wir beide haben jetzt ein Team aufgemacht. Er zieht bei mir ein. Und das heißt im Klartext, das wird die. Das wird die Katastrophe vom Herrn. Ja, würde ich jetzt auch mal so sagen. Mhm. So, erstmal. Problem mit dem Lager ist noch schlimmer geworden. Dank seiner Umzugskisten. Die nur provisorisch da sind, natürlich. Natürlich, das hier ist auch alles provisorisch. Oh Gott, das fängt jetzt schon wieder an, ne? Wird auf jeden Fall lustig. Hm? Aber warte mal, ich glaube... Ja, ich habe noch einiges an Holz. Was hast du, in Akazien oder? Nein, Oakwood und Dark Oakwood. Ja gut, ich schaue mal kurz nochmal hier. Ich habe ein Stack und zwei Oakwood und zwei Stacks und 21 Jungle und 19 Spruce. Und vier Papageien. Papageien sind wichtig. Ja. Und er baut natürlich einen Shiny-Dödel auf. Das waren gerade noch die Ressourcen, die ich habe. Boah, ohne Spaß, wollen wir das Wetter ganz oben aufs Haus bauen? Oder so ein... Boah, warte mal. Komm raus. Ach, schade. Nicht symmetrisch? Nee, aber hier irgendwie so links und rechts jeweils einen, ne? Nee, könnte man machen. Erstmal, also, komm, du weißt ja, was du weißt ja noch, was irgendwann kommt. Die... In der Mitte vier Beacons. Ja, ich muss mal schauen, wie wir das hier hinbauen. So, erstmal den da weg. Und den da weg. Oh, ich liebe meinen Bogen. Aua. So, auf jeden Fall, wir wollen dann jetzt gleich das Lager mal weiterbauen, ne? Ja. Habe ich ernsthaft diesen Pfeil versammelt? Nee, ich wollte schon gesagt haben. War es eigentlich schon mal drin? Oder so in zum Haus? Hier im Lager. Aua. Ach, da! Da! Jetzt weiß ich, wo das Lager ist. Das Lager hast du aber schon gesehen, ne? Ja, hab ich. Ja, ja. Ich dachte, das wolltest du uns ausbauen. Bist du voll? Ja. Haben wir doch am Anfang der Folge gesagt, dass wir Hacke sind. Das war halt echt gut gekontert, ne? Aber okay, ich verstehe. Ich verstehe. Also, das wird ein groß werden, ne? Ja, wird's ein Auto-Sorting? Ein Stück so aus. Wir haben. Ich sag's mal so, wir können ja noch ein weiteres darunter bauen. Oder darüber. Wir haben zwei Ebenen. Die zweite baue ich hier gerade. Okay. Du kannst ja hier schon mal die ein paar Truhenbauen reinpacken. Okay. Das ist ja zum Glück egal, welches Holz man verwendet. Ja. Juhu. Wobei ich echt cool finde, wenn es irgendwie so noch eine Eichentruhe oder so Scheiße gibt, ne? Könnte man bestimmt als Mod hinzufügen. Gibt's sogar schon bei der 1.10. Ja, ich meine es halt als Mod in Vanilla. Es ist ja ein Bucket Surfer. Ja, sag schon Plugin. Ja. Gib mich Enderperle! Alter. Achso, Enderdragon können wir frei wiederbeleben, ne? Ja? Also einfach entlöschen, oder wie? Ja, aber ich meine, ich habe alle dafür benötigten Ressourcen. Ach, du hast irgendwie. Ich habe irgendwie 8 Gastiers oder so. Moment, du hast ein Netherstar? Noch nicht. Also. Der kommt noch.
Gute ist, ich habe ein Schwert mit Looting, ne? Zwar Looting 2, aber den Rest kann man ja noch angeln. Weil ich habe auch schon einen konkreten Plan im Kopf, wie wir eine Wither Skeleton Farm bauen können. Oh Gott. Hast du eigentlich schon für alles einen Plan? Vielleicht. Du kennst doch Hermitcraft. Die bauen alles sowas Extremes. Nachdem wir beide das schauen. Naja, ich schaue eigentlich momentan nur ein. Und das auch nur, weil der momentan Mockpicks macht. Ah, ich habe 6 Gastiers. Okay. So, ich mach dann mal hier weiter. Komm, machen wir mal so Ende. 1. Kann ich ja mal ein 73 Level mal verwenden? Was sinnvolles. Du hast 73 Level. Ja. Verzauber doch ein paar Bücher. Hast du einen Amboss? Wir haben einen Amboss. Muss ihn nur noch finden. Was steht da vorne an der Tür? Moment, irgendwas habe ich gerade falsch gemacht. Von. Ah, easy. Ah, da habe ich es falsch gemacht, okay. Ich habe auf jeden Fall schon mal einen geilen Bogen. Was hat dein Bogen eigentlich nochmal drauf? Moment. Meiner hat Stärke 5, Haltbarkeit 3, Flame und Mending. Ah. Nicht schlecht, ne? Ja. Meiner hat jetzt Stärke 3 und an Breaking 3. Ich bin darauf sehr stolz. Ich bin gerade am Überall. Preisrat, ja, mache ich so. Also, Lager ist bald fertig. Bin genau über dir, ne? Ich weiß. Okay. Wie hast du das angedacht, die Kisten anzuordnen? So? Genau. Und dann so? Nein. Nee, da hatte ich vielleicht gedacht, dass man so ein, ich sag mal, so ein Art Wartungsschacht oder sowas. Vielleicht kann man da noch was reinbohren. Da dachte ich, da wird dir bestimmt was einfallen. Schalker-Boxes. Stimmt. Easy. Aber theoretisch würde das dann sogar mit der automatischen Sortierung noch reinpassen. Ernsthaft? Ja. Das ist krass. Hab ich ja gut mitgedacht. Reicht nur 3. Also man muss es zwar nach unten legen. Ja gut, wenn man das ein bisschen zubaut, dann geht das ja, ne? Ja. Ja, siehst du. Theoretisch gesehen können wir ja noch hier nach hinten reingehen. Da ist ja noch der Berg mit Platz, ne? Domme? Ja? Ich habe ein Stack Holz verwendet, ne? Mhm, das war alles? Ja. Ja, schau mal bei den Papageien, da ist auch noch Holz von mir. Ja, ich mache wieder mal eine typische Baumfarm. Ich muss gerade noch einen. Ich bin ehrlich. Ich schaff's nicht mehr. Ja, das auch. Ich schaff es momentan nicht mehr, Creeper zu one-shotten mit dem Schwert, ne? Das ist schade. Warte mal, gibt's noch das Advancement Overkill? Ich meine nicht. Schade. Weil das war damals echt schwer zu bekommen. Ja gut. Ja, es gibt Monsters, Hunted. Hä? Hä? Ja, ich habe fast alle Biome. Nice. Wie viele hast du? 27 und 36. Moment, ich kann gleich mal nachschauen, wie viele ich habe. So, L. Gut, ich wurde bei LOL eingeladen, das ist super. Wo war das nochmal? Das war unter Abenteuer, ne? Adventure. Ja. 24. Knapp dabei. Na gut, das ist auch nur passiert, weil ich mich öfters mal falsch teleportiert habe. Ja, gut. Ich glaube, uns beiden fehlt noch Tundra, ne? Nein, habe ich.
bin ich durchgelaufen, als ich zu meiner Villager-Farm gelaufen bin. So, ich will hoffen, dass die mich das nicht zuspammen. Ich habe gerade mich mal abwesend gestellt, lol. Aber ich habe das ein ganz, ganz böses Gefühl. Wahrscheinlich gleich so. Boah, weißt du, boah, Junge. Arsch. Warte mal. Okay. Du fetter Kanaki, ich bin am Aufnähen! Leck mich mal an, ich will mal reinschissen. So, meine Fresse! Alles klar. Boah, ey. Der meinte aber, mich gerade noch überall voll zu spammen, ne? Sowohl WhatsApp als auch. Überall! TS, WhatsApp, Facebook. Zum Glück habe ich den Browser geschlossen. So. Wir könnten jetzt eigentlich schon mal das erste. Ich weiß, was wir machen. Hier schon mal zu, damit hier nichts mehr reinjumpen kann. Beziehungsweise so zu, wie es geht. Soll ich noch Holz mitbringen für dich? Oder hast du genug? Ich habe gerade schon mein ganzes Holz aufgebraucht. Hast du noch mehr? Akazien, nein. Aber weißt du was? Ich mache dann schon mal hier den Eingang frei. Okay. Hey, cool. Hast du ein Effizienzbuch? Nee, weil ich noch keine Effizienzbücher, also allgemein keine Bücher verzaubert habe. Verdammt. Weil auf meiner. Ich kann dir schnell welche machen. Es wäre halt nice. Ich brauche nur ein Effizienzbuch, ne? Weil meine Schaufel hat schon Haltbarkeit 3. Klar muss ich schon mal reparieren, aber. Ja. Hallo Creepy. Ich mach das jetzt einfach weiter in Safe Ende. Hast du eine Werkbank dort? Ich glaub nicht. In einem Lager darf keine Werkbank fehlen. Das ist noch am Bau. Also im Bau. Okay. Wir sind halt wieder Berliner Flughafen, Dauerseite 20 Jahre. Auch in 20 Jahren das Projekt noch läuft. Hallo, wie war das letztens nochmal im. Wie ging der Spruch nochmal? Experten behaupten, in 1000 Jahren geht die Welt unter, am Berliner Flughafen bricht langsam Panik aus, man könnte nicht fertig werden. Oder wie wäre das jetzt? Berlin gibt für den nächsten G20-Gipfel den Flughafenplatz als. Austragungsort statt. Genug Platz, Feuerschutzanlagen sind da. Ja. Verlassenes Gelände. Und keine Demonstranten, würde ich mal sagen. Mhm. Also die kommen schwer drauf. Voll, weißt du, was das Krasse ist? Kennst du bei uns in der Gegend das Schwimmbad? Nee, da, ich war nicht mit dir da, ne? Nein. Auf jeden Fall. Das wurde jetzt vor 2 Jahren angefangen zu renovieren. Weil das wirklich baufällig war an einigen Ecken und so gut wie gar nichts hatte. Lass mir raten, die waren früher fertig als der Berliner Flughafen? Nein, die sind immer noch nicht fertig. Oh. Die sind der Berliner Flughafen. Hätte das sein können. Ja, Köln hat seinen eigenen kleinen Berliner Flughafen. Vor allem, ich finde es ja immer wieder so krass, wie ich einfach immer wieder Köln sage, obwohl ich in dieser Stadt eigentlich relativ selten bin. Bloß, naja. Halt, wie das mit YouTube bzw. Internet ist, seinen genauen Ort möchte man nicht so wirklich sagen. Steht nur in Skype auf seinem Profil. Welches? Du meinst, das mir nicht mehr gehört oder das, was ich neu erstellt habe? Das wurde dir nicht mehr gehört. Okay. Hast du mich da wenigstens gelöscht? Bin nicht mal Skype. Okay, oder so. Ich muss. Wir können den Typ scherzhaft mal anrufen, wenn er online ist. Kann man mal machen. So. Ich habe eine Reihe fast fertig. Sehr schön. Eigentlich ist das ja auch scheiße, was ich hier mache, ne? Das Spannendste, was man überhaupt in Minecraft machen kann in der Aufnahme. Terraforming. Yay! Komm, ich mache hier nochmal so einen Durchgang. Dann, dass man da gut hinkommen kann. Und dann gehe ich noch ein bisschen schauen wegen Holz.
Ja, ich habe auch schon ein bisschen angepflanzt für Holz. Hast du bei den Papageien das Holz genutzt? Nein. Dann geh da nochmal hoch. Da sind noch knapp 3 Stacks Jungle Wood. Also Rohrholz, ne? Ich hoffe mal, du hast Jungle Wood Saplings. Ich drück's so aus. Vielleicht 300, sagen wir 200 bis 300 Meter hinter unserem Haus ist ein Dschungel. Oh. Wenn wir da hingehen. Du hast auf jeden Fall jede Sapling Art. Ja, ja, darauf habe ich extra geachtet. Da habe ich extra eine Aufnahme für verschwendet. Einzig, was halt wirklich nur noch. Du hast ja noch Weizen. Ernsthaft? Ja. Ich soll schon mal das Dach anfangen. Ey, ich habe neue Rezepte gelernt. Woohoo. Das fände ich auch cool, wenn es dafür irgendwie so ein Achievement gibt, wenn man alle Rezepte hat im Rezeptbuch. Gibt's bestimmt. Du musst nur alle anderen Advancements durchhaben. Okay. Also ist das jetzt safe oder so? Vermutung? So eine Vermutung. Ich kann aber später mal nachschauen. Es gibt auch von Hermitcraft jetzt ein Advancement-Tab, ne? Ernsthaft? Fügen. Das will ich unbedingt machen. Oh Gott, wer hat den gemacht? Ich würde mal sagen, alle zusammen. Ich bin gerade überlegen, bei Hermitcraft gibt es nicht so einen Chef, ne? Die sind einfach nur so alle gleichgestellt. Es gibt einen, den der Surfer gehört, aber der ist halt gleichberechtigt wie alle anderen. Weil die haben sich halt untereinander ausgemacht, nicht cheaten und so weiter. Also nicht cheaten ist eigentlich die Hauptsache. Ja gut. Außer man zeigt halt zum Beispiel irgendwas, dann ist es okay. Also so eine Scheiße jetzt wie hier die Schienenfarm. Zählt bei denen als cheaten, aber solange sie es zeigen, ist das erlaubt. Nö, das Schienenfarm ist bei denen zum Beispiel, ja, mach wie du willst. Weil offiziell ist es ja eingebaut, ist es also ein Feature. Ja, it's not a bug. It's a feature. Der Standardspruch bei uns auf der Arbeit. Ach ja. Da kann ich eigentlich hier noch ein paar Löcher gerade flicken. Ich muss jetzt aber ein bisschen auf die Uhr schauen. Ich muss die Folge zeitig beenden. Das ist noch 4 Minuten. Brauchst du noch eine Dia-Spitzhacke? Ich habe mir selber eine letztens gemacht, aber die verwende ich noch nicht. Ich möchte nicht gleich irgendwie von Anfang an das Ultimate-Werkzeug haben. Ja gut, ich habe halt einfach einmal verzaubert, Haltbarkeit 3, Effizienz 4, Fortune 3, Mending drauf, Happy Birthday, ne? Ja. Ja, ich habe jetzt auch eine Hacke mit Effizienz 3 und Fortune 2. Die möchte ich halt noch ein bisschen hochboosten. Pass auf, dann gehe ich jetzt nochmal ein paar Bäume fällen, dass wir noch Holz haben. Ich habe jetzt auch wieder ein Modpack angefangen, privat zu zocken, ne? Oh no. Schon durch? Nein, ist das wieder so ein Challenge-Modpack. Also morgen erst. Nee, er soll schon wegen All the Mods. Du glaubst es nicht? Ich habe das Modpack gefunden, das mein PC zum nicht schafft. Was? Ja. All the Mods. 216 Mods. Not bad. Mhm. Also kurz vorm Starten schmiert das immer ab. Amina Creeper. Hast du eigentlich schon mal geschaut, ob man da was machen kann? Du mal wieder bei mir? Ja, habe ich mal geschaut. Ich müsste mal schauen, wie es mit meinem Urlaub und den anderen Tätigkeiten, die noch anstehen, zusammenfällt. Alles klar. Ich wollte eh mal durch Deutschland fahren. Aber dafür muss halt vorher noch mein Auto gemacht werden. Mhm. Sag's Bescheid, fahren wir bei Klaus vorbei. Und der weit weg von dir? Offiziell eine Stunde mit dem Auto. Wohnt er eher zwischen, wohnt er in meine Richtung von mir oder nach oben oder nach unten von dir? Von mir aus nach unten. Ah, okay.
Da ist er nicht weiter. Von da komme ich ungefähr hoch. Ja gut, aber... Weißt du, was halt der Unterschied ist zwischen uns beiden? Ich kann Auto fahren, du nicht. Ich bald auch. Ich bin halt immer noch mein Führerschein dran, warte halt immer noch auf die Theorie, auf die Praxisfahrstunden. Okay. Was dann? Ganz einfach, ich hab die Adresse von Klaus, du nicht. Ach, wenn ich Klaus frag, schickt er mir die bestimmt. Ja, sicher. Nicht wahr, Klaus? Nein! Schaust doch bestimmt eh die Folge. Schauen tut er sie auf jeden Fall. Vor allem, weil dann Crazy dabei ist. Und er sagt nichts. Das war so klar. Das war so klar. Ja. Du weißt doch, bei schlechten Sprüchen sollte man immer die Fresse halten, damit jeder weiß, wie scheiße der war. Vor allem weißt du, was einfach das Krasse ist? Ich hab dir ja letztens mal erzählt hier, dass ich beim Gassigehen so einen Typ gefunden hatte, der... Ja, ja. Der sich halt von der Frau Gassigehen lassen. Das war ja immer noch so krass, als du es mir erzählt hast. Mhm. Weißt du, was das richtig krasse ist? Weil Katastrophe, als ich jetzt vorgestern bei unserem Hundeplatz vorbeigegangen bin, mit dem Hund, und dann schon wieder zwei gesehen habe. Zwei? Ja. Alter, was ist bei dir los in deinem Kaffee? Weißt du, was das Abnormale ist? Wo es richtig creaky wird? Diese beiden am Hundeplatz, da war meine beste Freundin dabei. Ich hab da nur so hingeschaut. Ja, das gut. Diesen fragenden Gesichtsausdruck. Warum? Also, ich hab ja schon echt eine Menge Scheiße im Internet gesehen, ne? Ich mein, ein bester, guter, einer meiner besten Freunde geht gerne auf Programm. Ich glaube, das soll schon alles sagen. Muss ja nicht schlimm heißen. Kennst du Programm? Nein. Glaub mir. Das ist eine Seite, die hat also drei Bereiche. Safe for work, not safe for work und not safe for life. Ah, also ähnlich wie ein Gag, nur schlimmer? Tausendmal schlimmer. Du hast bei not safe for life hast du Bilder, wo sich Typen ihren Schwanz einfach mal am Tisch zutackern oder abschneiden. Alles klar. Und ein guter Freund von mir ist quasi tagged auf dieser Seite. Hallo Zombie. Hey, Autogramm so gesperrt. Gut. Die drei Bäume hier mache ich noch und dann beenden wir die Folge und machen dann gleich weiter, ne? Ja. Ich schätze mal, du wirst eh noch so lange Holz farmen. Das dauert auf jeden Fall noch ein bisschen länger. Weißt du was? Ich fäll jetzt noch die Bäume rum und dann schaue ich mal, wie oben das Weizen aussieht, ne? Weil irgendwie habe ich ein Gefühl, dass der Großteil davon wieder fertig ist. Wir können es ja später mal schnell wachsen lassen. Also, ich habe jetzt gerade 2,5 Stacks Akazie gefarmt. Schon ordentlich was. Mhm. Willst du eigentlich für die Bäume noch meine Axt haben? Nee, passt schon. Haltbarkeit 3, Effizienz 4? Dir? Nee, passt. So, ich gehe jetzt mal gerade ganz kurz nach oben. Und... Boah. Es dauert noch, aber es ist schon gut gewachsen. Also ein paar sind schon fertig. Warte mal, schau mal kurz auf da drauf. Ja? Ich weiß, dass das kommt random Tick Speed. Ja. Warte, ich muss mir erst eine Sicherheit begeben. Oh Gott. Sollte fertig sein, oder? Nein, noch nicht. Aber es wächst gut. Ich glaube, es gibt halt in einem verschiedenen Modpacks, der Mod Quantum Flux, ne? Ja. Der hat den Imaginary Time Block, ne? Oh mein Gott. Weißt du, was der für einen Effekt hat? Was?
Tick Speed auf 3 oder 4000. What the fuck? Aber halt nur für Pflanzen. Ja. Aber naja, ich drück's so aus. Agricraft Magical Crops. Bist so schnell oben? Naja, du siehst einfach nur noch die Ressourcen reinpurzeln. Süß. Ach ja, wir haben 13 Enderperlen, ne? Ich hab eine. Weil ich ja nicht so auf Mob-Farmen gegangen bin. Ah, ich sehe, das heißt, was du noch meintest. Gut. Ich würde sagen, dann war's das heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.